Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam den Cookie Maker austesten. In dieser App können wir unsere eigenen Kekse kreieren, backen und verzieren. Ich hoffe, die sehen dann genauso toll aus wie eben gerade auf dem Bild. Wir starten das mal. Es gibt verschiedene Editionen. Hier gibt es Everyday Cookie, also Kekse für jeden Tag. Und dann gibt es natürlich noch eine Kekse für besondere Anlässe App oder Level, wie zum Beispiel Weihnachtskekse. Hier kann man Kekse backen, die aussehen wie Blätter in verschiedenen Farben. Pick a Flavor, also wir sollen eine Geschmacksrichtung aussuchen. Ich nehme mal diese hier. Und jetzt müssen wir die verschiedenen Zutaten hier in unsere Rührschüssel tun, wie zum Beispiel Eier. Ich glaube, das ist Butter. Und Mehl. Dann kommt natürlich noch Zucker rein, Schokoladentropfen und Milch. Jetzt müssen wir alles gut miteinander vermischen. Bis wir einen richtig tollen Keksteig haben. Und diesen Keksteig müssen wir jetzt ausrollen mit dem Nudelholz. So, fertig. Jetzt können wir uns ein Motiv aussuchen. Wir haben hier eine Krone, ein Haus, eine Gitarre, ein Rentier. Das ist alles sehr weihnachtlich. Sterne, Glocken, Engel, einen Elefanten. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ein Dackel, ein Fisch, Kaninchen, Hund, Eule, ein Hubschrauber. Auch sehr cool. Autos. Herzen. Ich nehme jetzt einfach mal Herzen. Hö, geht das etwa nicht? Das Herz habe ich hier schon. Okay. Man muss das länger gedrückt halten. Und jetzt können wir ganz viele verschiedene nehmen. Ich nehme jetzt hier mal noch den Schmetterling. Eigentlich fängt man ja immer in der Mitte an, wenn man Kekse aussticht, damit man zum Rand hin dann noch die Reste verarbeiten kann. Wieso geht das hier wieder nicht? Ich nehme einfach mal hier die Hello Kitty, die Katze. Also, irgendwie möchte dieses Spiel nicht so, wie ich das möchte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Katze und noch eine. Und hier haben wir noch SpongeBob. 6 Kekse haben wir jetzt ausgestochen. Und jetzt wird backen unsere Kekse, bis sie hoffentlich gleich fertig sind. Die können wir jetzt rausholen. Und so sehen die aus. Wirklich ein bisschen seltsam mit den ganzen Schokodrops, aber auch total lecker. Und jetzt können wir die Kekse noch zusätzlich dekorieren mit Zuckerguss. Obwohl eigentlich wäre ja gelber Zuckerguss cooler gewesen wegen SpongeBob. Aber jetzt haben wir einen rosanen SpongeBob. Ist das? Okay. So eine kleine Haube. Dann haben wir hier noch solche Blüten. Die nehmen wir mal wieder runter. Die gefallen mir nicht so gut.
Was ist das denn? Ach, das ist der Hintergrund. Wir können uns jetzt sozusagen noch aussuchen, wie unsere Küche aussieht oder unsere Tischdecke. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Dann können wir, glaube ich, noch so Bonbons oder irgendwelche Weingummis drauf machen. Das soll schön da bleiben. Aber ich hätte gern noch das hier, diese Cola-Flasche. Ach, die ist ganz klein. Ich dachte, die sei ganz groß. Was haben wir noch? Ah, wir haben noch eine Cola-Flasche in einer anderen Farbe und sonst solche bunten Schnüre. Dann nehme ich mal diese grünen Kirschen hier. Da kann man wirklich ganz, ganz viele Sachen auf seinen Keks machen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind solche Zuckerstreusel. Und da suche ich welche aus, die zu dem Zuckerguss passen. Und davon mache ich, glaube ich, ganz viele drauf. Jetzt haben die sich hier schon total überlappt. Jetzt habe ich mehrere Sachen übereinander. Die Steuerung ist nicht ganz einfach. Zumindest wenn man hier ganz viele Süßigkeiten bedeckt. Wir machen einfach mal weiter. Mehr als Streusel gab es nicht. Was passiert jetzt mit unserem Keks? Dürfen wir den jetzt essen oder? Der sieht auf jeden Fall echt witzig aus. Ah, okay. Und so starten wir das Spiel dann von vorne. Auf jeden Fall ein ganz lustiges Spiel, finde ich. Manchmal reagiert das Spiel jedoch nicht allzu gut. Also ich habe schon kräftig drauf rumgetippt, ehe sich was getan hat. Man hat aber ganz viele Möglichkeiten, erstmal natürlich einen Geschmack auszusuchen, wie zum Beispiel Vanille, irgendwas Erdbeeriges, Schokolade, dann mit Schokotropfen. Und das sieht, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich eher so eingefärbt, schmeckt wahrscheinlich nicht unbedingt anders, sieht aber dafür anders aus. Wenn ihr möchtet, dass wir das nochmal spielen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und ansonsten, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!